Wirklich genial. Man kann sein Talent weiterentwickeln und auch noch Karriere machen. Also Violetta hat sich diese Chance wirklich verdient. Sie singt einfach toll. Ja, sicher. Bestimmt wird sie eine CD aufnehmen. Ja, und sie wird ständig auf Tournee gehen und überall Konzerte geben. Also ich verstehe nicht, wie sie dieses Angebot annehmen konnte. Was? Was sagst du da? Warum sollte sie nicht annehmen? Ich weiß nicht, ihr Vater ist doch so eifersüchtig. Und jetzt wird für ihn alles noch viel komplizierter. Hallo Jungs, was macht ihr? Hallo, alles okay? Wir haben gerade darüber gesprochen, wie es wohl für Violetta weitergeht, ob das Angebot von Yumix ihr Leben verändern wird. Oh, ihr redet auch davon? Violetta hat sich bisher nicht verändert und wird sich nicht verändern. Sie ist nicht so eitel. Ihr steigt der Ruhm nicht zu Kopf. Hey Maxi, sag's ihnen. Maxi? Was? Was? Maxi, an was hast du gedacht? An Camila. Hör zu, wir haben zusammen den Song geprobt, in Englisch. Es war grauenvoll. Furchtbar. Der ist der Blut ganz ruhig? Schlecht, ruhig. Sehr schlecht, absolut. Die ersten Proben sind immer schwierig. Später mit allen zusammen hört es sich dann schon besser. Nein, ihr versteht nicht. Leute, wenn Camila auf Englisch singt, hört es sich an, als ob sie eine andere Sprache spricht. Keine Ahnung warum, sie denkt sich einfach was aus, glaube ich. Sei nicht gemein. Zum Beispiel, we are one. One sagt sie, nicht one, one. Nicht sein. Du hast sie noch nicht gehört, wenn du Hallo. Sie erstmal... Hey, meine Lieblingssängerin. Schaut, was ich habe. Was hast du? Die Noten für das Lied auf Englisch, damit ihr anfangen könnt zu proben. Ihr müsst proben. Ah, und du nicht. Ihr wisst gar nicht, wie gut es mir gelingt. Unglaublich, oder Maxi? Sag es. Ach, uff. Ja, sehr gut. Unglaublich. Darf ich jetzt oder nicht? Ja. I think that there is something I should tell you. Something that will make you be so afraid. It's gonna feel so real inside mind. And tell you if you're who you wanna be. Und? Ist super, oder? Ja! Wow! Gut? Die Band, ja, aber du? Du, tut mir leid, das war die falsche Tonart, das lag am Keyboard, ich hab's falsch eingestellt. Oh, okay, ich war so konzentriert, so glücklich, ich hab nichts gemerkt. Klar, wie soll es dir auch aufgefallen sein, du hast so schön gesungen. Wieso fragst du nicht DJ, was mit dem Keyboard los ist? Es hört sich merkwürdig an. Ja, okay, ich werde ihn fragen. Kein Danke. Problem. Ciao. Maxi, warum sagst du ihr nicht die Wahrheit? Warum soll ich ihr die Wahrheit sagen? Wenn sie denkt, dass sie es gut macht, werde ich ihr doch nicht wehtun. So sehe ich die Sache. Ah, du willst ihr nicht wehtun, aber unseren Ohren tust du sehr wohl weh. Ach, so schlecht war es ja nun auch nicht, oder, Leute? Ja. Also auf einer Skala von 1 bis 10 liegt sie bei minus 10. Ha. 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 Und weißt du was? Was? Wenn du wirklich so ein guter Freund von ihr wärst, würdest du es ihr sagen. Was hat dir Camila getan, dass du dich so aufführst? Ich verstehe dich nicht. Hey, ihr beide habt recht. Das Englisch von Camila bedarf... einiger Nacharbeit. Ja, sehr viel Nacharbeit. Es ist wirklich grausam. Nein, wir müssen ihr nur die Wahrheit sagen. Behutsam. Gut, ich übernehme das. Ich kann mit ihr reden. Du misch dich nicht ein, du gehörst nicht dazu. Doch, sie ist Camilas Freundin. Sie weiß, wie sie es ihr zu sagen hat. Einverstanden. Los, erzähl schon. Erzähl.